18 Kilowatt Regelleistung mit einem 9 kW Leistungssteller realisieren? Das klingt nach einer super Möglichkeit, um auch hydraulische Heizungssysteme solarelektrisch zu unterstützen. Vor allen Dingen dann, wenn dafür geballte Photovoltaikleistung zur Verfügung steht. Wie das schon heute mit dem Acto 9S gemacht werden kann, das erfahren Sie in der folgenden Projektpräsentation. Viel Spaß dabei! In diesem Einfamilienhaus ist das umgesetzt worden. Und es ist eigentlich ein Bestandsgebäude aus den 70er Jahren, wurde aber im vergangenen Jahr fachgerecht thermisch saniert. Also Fassadendämmung ist da gemacht worden, Fenstertausch und so weiter. Und da ist noch eine hydraulische Heizung drin. Mit einer Biomasseheizung sind da 2 mal 1000 Liter Heizungspuffer installiert. Und dieser Kunde hat hier wirklich die PV-Leistung zum Äußersten gebracht. Er hat am Einfamilienhaus sage und schreibe 35,5 kW Peak installiert. Der ist sogar hier in die Fassade reingegangen. Für uns heißt das jede Menge Überschuss, die wir da auch der hydraulischen Raumheizung zur Verfügung stellen können. Und um da jetzt 18 kW mit einem 9 kW Leistungssteller unterzubringen, bedienen wir uns eines kleinen Tricks. Wir haben am Aktor 9S auch, oder einphasigen Aktor ebenso, einen potenzialfreien Kontakt drauf. Und wenn ich eine definierbare Überschussschwelle überschreite, dann kann dieser Relaiskontakt auch einen Schalter betätigen. Ich denke jetzt an einen dreipoligen Schließer, einen Schütz, wie es die Elektriker auch sagen, und der kann jetzt einfach mal einen zweiten Heizstab voll durchschalten. Hier ist das im Diagramm dargestellt und wenn das dann gemacht ist, dann fängt er mit dem geregelten Heizstab wieder von 0 mit der Leistungsregelung an. Insgesamt über den ganzen Regelbereich somit 0 bis 18 kW, die umgesetzt werden können. Diese Schaltschwelle hier ist einstellbar. Das heißt, es geht auch mit einem kleineren Heizstab. In dieser Anwendung empfehlen wir die Überschussdetektion mit unserem eigenen Stromzähler, weil da ist es wirklich entscheidend, sehr schnell und sehr präzise zu messen. Und optional bieten wir auch an, hier an der geschalteten Last eine Leistungsmessung mit einem zweiten MyPV-PowerMeter vorzunehmen. Denn wenn wir wissen, dass diese Last auch geschaltet ist, dann können wir das auch beim Datenlogging berücksichtigen. Der Relaiskontakt alleine, die Position des Relaiskontakts alleine informiert uns nämlich noch nicht ausreichend über den Zustand, denn es könnte ja der Thermostat an diesem Heizstab schon ausgelöst sein und dann würden wir denken, dass 9 kW hier fließen, tatsächlich passiert das aber nicht. Also hier eine zweite Leistungsmessung, die wir als Option mit anbieten und dann hat man das auch im Datenlogging und in den Charts bei der Energieaufzeichnung berücksichtigt. Wir haben hier eine hydraulische Heizungsunterstützung von eben bis zu 18 kW und es zeichnet sich bereits ab, dass sich die Biomassekesselbefeuerung auf die Monate Dezember und Januar beschränken wird. Das heißt, dieser Kunde hat einmal zuallererst seine Schornsteinfegerkosten massiv reduziert und natürlich auch den Lagerplatzbedarf für Scheitholz. Konkret heißt das, dass er in Kürze einen weiteren Kellerraum zur Verfügung haben wird, den wird er dann als Hobbyraum ausbauen und diese Kundenanlage war für uns auch die Testanlage. Und das läuft jetzt seit Herbst und die 18 kW Betriebsart ist mittlerweile released worden und frei zugänglich kann verwendet werden und installiert werden. Empowering the Solar Future.